Hey Leute, willkommen bei TZ 2. So, ah ne, DOS sag ich DOS, immer. DOS. Heute steht was ganz, ganz Wichtiges an. Und zwar, da vorne sind schon die zwei Stars am Werk. Ne? Einmal Ben und Micha ist da. Und einmal professioneller Manager, weil... Ich bin Manager noch am weil Start. Wir gehen nämlich heute ins Dschungelcamp, oder? Es ist soweit. Wir ziehen ein. Ja, ins Dschungelcamp. Wir wurden ausgewählt. Nee, wir Spaß müssen jetzt noch ein paar Schnecke essen. Ja. Das ist ein Test-Essen. Ein paar Hode. Simon seine? Boah, nee, ich glaube, hab gehört, die sind ziemlich groß. Ich glaube, die reichen für einen ganzen Monat. Nee, wir sind heute hier. Und zwar, Micha ist noch, obwohl ab jetzt ist es ja nicht mehr geheim. Ihr habt es mitbekommen. Wir werden unsere eigene Marke rausbringen. Micha hat schon das erste Produkt. Das erste Produkt schon hier am Start. Gebt euch mal diese geile Kappe. 10 Euro, used look. 10 Euro gibt's später dann, ne? Ja. Im used look. Ist wirklich so, Freunde. Ne? Ich meine, ihr werdet mehr... Trust no. Genau, ihr werdet später noch mehr sehen. Wir sind heute beim Fotoshooting. Heute das Video geht so ein bisschen so hinter den Kulissen. Ne? Wir haben ja deswegen als Model haben wir heute Micha dabei. Ihr kennt ihn ja alle von Love Model. Island. Möchte gern Model. Nein, heute macht er seinen Durchbruch. Heute wird er seinen Durchbruch starten. Ne? Die Model-Karriere startet. Genau, heute geht's, glaube ich, eher mehr so ein bisschen um die Produkte shooten. Dann nehmen wir euch ein bisschen mit. Ich denke, wir machen noch ein extra Video zur Erklärung. Alles, dies, das. Genau. Oder integrieren das hier, ja, das sehen wir können euch gleich. Später noch ein paar Sachen da noch schon mal zeigen, die ersten Produkte so. Die erste Kollektion. Wir sehen sie selbst jetzt erst das erste Mal. Wir sind in Düsseldorf, genau. Genau. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein, hier ist kalt. Ja, let's go. So, wir stehen jetzt hier im Shootingraum. Haben gerade das erste Mal unsere Sachen gesehen. Und was sagst du? Sieht auf jeden Fall schon mega geil aus. Ich finde es absolut krank. Gibt nur ein kleines Problem. Der gute Micha ist ein bisschen breiter als andere Models. Deswegen ist gerade mit der Größe, aber es sieht... Komm her, Micha, kurz. Hier, hau mal ein bisschen Licht. Hier ist das erste T-Shirt. Hä, ist optimal, ne? Türsteher. Dreh dich mal um mit dem Logo. Also ich finde es wirklich richtig krank. Der Stoff ist so geil, ey. Ich sag's euch, richtig gute Qualität vom Stoff her. Und vor allen Dingen ist er greatest of all time, ne? Der Micha. Auch hier, ne, dieses... Ausgewaschene. Ausgewaschen, mit dem Logo ausgewaschen. Behalte ich gleich an, ne? Breit des Todes. Wir gucken mal rein, wie es drin aussieht. Ja. Wir wollen hier nicht so viel die Arbeit unterbrechen. Hier wird geshootet. Hier sind die Jungs, die Chefs, die organisieren alles. Ja. Und da hängen auch schon die Sachen vor. Was haben wir alles am Start? Also wir haben passende... Dasselbe in Weiß nochmal. Das ist ein lila Logo. Ist halt auf jeden Fall, wir wollten was anderes für unser Merch-Zeug, wo halt immer der Stoff, Das ist auch jetzt, ich weiß nicht, ob man es jetzt ja genau hier auch noch mit dem Logo. Genau. Der Pullover ist, kann uns der Fachmann was dazu sagen, 100% Baumwolle. 100% Baumwolle, richtig schwer, 400 Gramm. Also das ist ein richtig hochwertiges Teil. Werdet ihr es sehen, wenn ihr es kauft. Ja, so sieht's aus. Und sogar die Details. Und Micha sogar, hat schon entdeckt. Hier. Ich weiß gar nicht, halt mal ruhig, ich muss zoomen. Trust no one steht sogar hier auch noch drauf. Sogar auf die Details wurde geachtet. Vor allen Dingen, das finde ich auch krank einfach. Ja, das glaube wird mein Lieblingsshirt. Das wird deins? Ja. Ich glaube sogar. Das sind alle geil, aber ich sag mal noch, das dann im Vergleich ist halt auch. Vor allen Dingen, ich feiere das Ausgewaschene irgendwie voll. Das sieht richtig cool aus, ja. Und die Kombination mit dem Rosa und dem Dunklen. Habt ihr genug Licht hier überhaupt für die Videos? Geht alles klar, also wir sind noch die Fotografen. Reicht so, oder? Ja, das passt, das ist ja... Ja, sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Wir stören jetzt nicht weiter, weil wir sind heute die Unnötigsten hier eigentlich. Wir gehen in den Wellnessbereich, wir sind in 4 Stunden wieder da. Wir können noch kurz was sagen, Freunde, wir können mal kurz hier noch draußen in die Kamera kommen. Können die hier ein bisschen arbeiten? Ja, Freunde, ihr seht's, ne? Wir haben uns entschieden dazu, mal was anderes zu machen, wie immer der Standard-Merch. War natürlich geil, aber ich sag mal, das Problem an der Sache war immer, dass man halt bei dem Merch, man konnte nie so geile Sachen machen, wie man sich vielleicht auch vorgestellt hat. Man konnte nie die Produkte wählen, die man sich auch vorgestellt hat. Zum Beispiel mal Oversize-T-Shirts, in guter Qualität, schwerer Hoodie, mitbringt auf dem Rücken und sowas, das konnte man halt nie machen. Einfach halt was Besonderes. Genau. Mal weg vom Standard, sage ich mal, zur wirklich einer Marke. Wir hoffen natürlich, dass es auch gut läuft, dass es auch etabliert, dass es vielleicht auch was für die Zukunft wird, noch als Standbein. Wir müssen noch mal ganz kurz, kann ich noch mal drehen. Genau. Ein guter Mann. Was? Der Marcel, der hat alles connected. Sehr in gerne. Dem ganzen Business ein sehr, sehr guter Geschäftspartner, wirklich. Es ist schwer, so jemanden zu finden in dem Business, Freunde. Es gibt viele, die einen vielleicht auch abziehen möchten oder sowas, ne? Aber wir sind mit ihm da, also haben ihm die Idee schon gesagt. Viele Produkte. Genau, ja, schon vieles darüber gelaufen und wussten so, wenn wir zu einem gehen können, dann zu ihm. Und er hat das dann auch alles für uns gemanagt. Weißt du, was der Treue-Test war? Ja? Wir haben in Köln zusammen gesoffen. Ja, das war der Treue-Test, den hat er bestanden. Er kann mitsaufen, also ist er einer von uns, definitiv. Das geht definitiv klar. Und jetzt wird halt geshootet. Wir haben jetzt wie lange geht das jetzt schon? Fast ein Jahr, oder? Vom Brainstorming bis heute zum Fotoshooting ist es bestimmt ein Jahr, ne? Die Kollektion, die werden
produziert im Ausland, bis das alles passt, bis wir die Designs hatten. Es muss ein neuer Shop, wo sich auch der Marcel drum kümmert. Es genau, gibt ein Online-Shop. Die Bilder werden absolut mega. Da könnt ihr das natürlich noch bestellen. Genau. Es muss eine Firma gefunden werden, die das verpackt, die das an euch verschickt, die Retouren aufnimmt. Also das ist wirklich viel zu managen. Und ohne Marcel hätten wir das gar nicht gepackt. Ich sehe auch schon alle, wie krank sieht das schon für mich aus. Ich muss euch mal kurz da reinfilmen. Ah, man sieht's. Okay, er kriegt schon Einweisung. Also heute ist auch irgendwie so ein kleiner Traum, der eigentlich schon in Erfüllung geht. Ne? Von Anfang an haben wir davon gesprochen, dass wir irgendwann mal so eine gerne eigene Kollektion hätten. Und wichtig ist auch, dass auch mal die Jungs ihre Meinung drunter schreiben, Freunde. Das ist der erste Start. Wir können noch viel, viel mehr mit den Jungs hier alles aufziehen. Oder was man sich auch wünscht. Und genau. Jetzt aktuell haben wir 4 T-Shirts am Start. Sind es 4? Ja, 4 T-Shirts. Ein Pullover. Wir haben Mütze und wir haben die Beanie, ne? Genau, ja. Und die Mütze finde ich auch hammergeil. Haben wir ja draußen schon gezeigt. Dieses. Aber ich wollte nochmal schnell. Die Mütze halt auch. Das ist halt, was man wirklich so nicht hinkriegt. Wir haben so viele Details, was wir wollten. Wir haben hier dieses Use-Look. Wir haben hier unser Logo. Wir haben hier hinten ein Lederband drin. Wir haben hier auch nochmal das Trust No One, also unsere Marke quasi. Vor allen Dingen, genau. Es ist auch immer voll sauber gestickt. Das war uns auch wichtig, dass die Qualität da stimmt. Und dann einfach so eine Cap. Ganz ehrlich, Freunde, wir haben keine Cap gefunden. Wir haben eigentlich gesagt, also ich hatte Caps daheim, Timo hatte Caps daheim und wir haben aus denen Sache die perfekte Cap gemacht. Eigentlich gesagt, die sieht für uns am geilsten aus, Lederband hinten, dieses aufgerissene, dass zum Beispiel unten der Schirm statt grün, dass er schwarz ist. Das auch hier, ne? Hier steht es auch noch drin. Und ich finde auch, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch passt, aufgezogen, wirkt die richtig cool. Hier vorne mit Lederband, kann man easy peasy so rumtragen, die Geschichte. Haben wir wirklich lang dafür gefeilscht, aber gehen absolut klar. Und dann haben wir noch die Wintermütze, hast du die auch im Start, oder? Nein, die bin ich. Warte. Die zeigen wir euch die später. Warte, wir gehen kurz hier mit. Guck mal, das ist schon mal ein geiles. Alter. Das sieht schon richtig geil aus. Alter. Alles okay? Ja. Ja, ist grad, ich freue mich selbst gerade. Alter, das sieht richtig krass aus. Geil, sieht schon ganz geil aus, ne? Heftig. Finde ich auch mega geil. Greatest of all time. Auch hier. Das Ausgewaschene finde ich so krass. Vor allen Dingen muss man ja auch sagen, Freunde, warum? Wir hatten am Anfang, muss man sagen, wo wir uns irgendwie so Sachen überlegt haben, war am ersten, wollten wir Greatest of all time den Spruch unbedingt nehmen. Und dann haben wir uns aber noch überlegt, was auch geil ist, dieses Trust No One, und haben halt einfach so beides ein bisschen kombiniert am Ende. Da haben uns aber natürlich auch die Jungs da geholfen, allein hätten wir das niemals hinbekommen. Die sind für die Designs zuständig. Die Jungs haben auch die Kontakte, wie gesagt, in die Fabriken, wo das produziert wird. Unser Kontakt, der Marcel, der kennt diese Full-Filmet-Service. Also wir brauchen jemanden, der das verschickt, der das versendet, der die Kasse macht. Das läuft alles da drüber. Man muss ja auch gucken, Freunde, dass die Qualität stimmt, dass das gut produziert ist und sowas. Das hätten wir allein niemals hinbekommen. Das ist ja das. Ne? Ja. Man merkt es wirklich hier, 100% Baumwolle, wenn man da reinlangt. Ah, hier ist die Vini. Ja. Genau, wir wollten sie gerade. Ah, genau, Freunde, Wintermütze, auch am Stissel. Hier auch, hier mit TNO, Trust No One. Mit dem Sticker aber auch hier. Komplett sauber gemacht halt alles. Ihr kennt ihn, wenn er wieder so im Stream sitzt. Die ganze Thumbnail-Bilder sind alles so entstanden. Ja, sind alle so. Nee, auf jeden Fall wirklich. Also die Qualität top. Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht. Jetzt beobachten wir die Jungs. Genau, und halten die Schnauze und Nerven hinein. Kurze Pause beim Shooting. Die Bilder werden richtig. Micha macht's richtig gut. Das muss man wirklich sagen. Er ist lang dabei, aktuell, aber er macht's gut. Wie sieht's aus, Micha? Bist du zufrieden mit deinen Bildern? Ach, Schwerer als gedacht ist es, aber es macht Spaß. Die Jungs machen mir das auch alles ganz einfach. Ich merke, ich bin noch kein Profi, was das angeht, aber hey, noch keiner vom Himmel gefallen. Ja, das sieht krank aus, also wir sind ja unendlich dankbar. Ich finde mein tätowierter Arm geil. Ja, wie sieht's aus? Mütze, welche hole? T-Shirt? Safe, Alter. Die nehme ich, ich stehe so raus, hallo? Ich zieh mich nicht mehr aus. Den sehen wir später, Blitze. Dreh dich nochmal rum. Hier in einem Licht. Ah, finde ich auch absoluter Hammer, ne? Auch danke nochmal, Geld, dass du heute da bist, ne? Hey, hat damit nichts zu tun, Männer. Das ist Ehrensache. Für die kleine Kollektion bin ich froh drum, dass ihr mich gefragt habt. Aber ich hoffe, wenn die Kollektion richtig groß rauskommt, dass ihr dann immer noch an mich denkt, ne? Selbstverständlich. Ja, dass ihr hier die Topmodels nimmt. Du bist schon ein Topmodel. Du bist bei Bett und Micha bleibe. Bett und Micha, Beste. Wir brauchen keine andere. Also ich habe jetzt die anderen haben nicht das Potenzial.
Potenzial wie du vor der Kamera. Was sagst du nur so zur Kollektion, was du jetzt bis jetzt gesehen hast, also Shooting, wie es hier abläuft? Wirklich krass. Vor allen Dingen muss man halt auch sagen, an ihm sieht es halt auch krank einfach aus. Also das hat mich jetzt wirklich vom Hocker gehauen, muss man schon sagen. Wie geil das aussieht, das Weiße und das Pink. Zumal, was man ja vorhin noch sagen kann, unsere Marke heißt TNO, Trust No One. Ne? Kann natürlich auch, Freunde, das sind die ersten Logos jetzt, da kommt natürlich auch noch anderes raus. Wir haben uns auch vielleicht schon sowas gedacht, mal was mit Teasy noch ein bisschen reinzubringen. Und Teasy so X TNO. Genau, Freunde, das sind also wirklich viele, viele... Das oben da vorne ist eben auch das Logo. Genau, sind auch viele Ideen noch da und wo ihr vielleicht auch sagen könnt, so ey, das wäre mal geil, das wäre mal geil, könnt ihr uns auch gerne ein bisschen helfen. Ja, oder aber was ihr vielleicht sagt, ach, genau. Morgen Kapuzenpulli, ohne Kapuzenpulli, genau, eine Winterjacke, dies, das. Aber ich muss sagen, so, das ist unsere erste Kollektion. Was ich schon dazu sagen muss, die Qualität ist wirklich sehr geil. Also, das ist so ein dicker Stoff, der ist so schwer, das zeigt einfach, von welcher Qualität das Ganze ist. Die Kappe, das ist, der Schirm, der ist so stabil, das kenne ich nicht mal bei Markenkappen, wenn ich das so sagen darf. Kurz nochmal zurückgerudert. Nee, ist ja auch geil mit dem Used-Look hier neben noch. Hinten noch das Lederband. Ja, richtig schön. Und hier wurde wirklich auf jedes Detail geachtet. Das muss man sagen, haben auch wirklich viel Liebe reingesteckt. Krass, und fast ein Jahr. Genau, fast ein Jahr Liebe reingesteckt. Und ist gar nicht so einfach, weil ich meine, wir sind jetzt ja auch keine Fashion-Profis oder sowas. Und kann man kaufen bei uns im Shop halt. Wollte ich nur mal sagen. Dass ja, was wird jetzt beim Video gemacht? Muss ich jetzt ausziehen. So wie damals bei diesem Love Island-Clip. Mit dieser Musik. Ey, so sieht es noch. Bleib mal so stehen. Das sieht echt noch krasser aus, wenn du wirklich vor dem Hintergrund noch so stehst. Post mal so, flex mal ein bisschen. Wow. So groß ist er gar nicht. Geil. Wow, das finde ich auch krass, Digga. Die sieht schon krank aus. Zum Glück haben wir uns für mich entschieden. Das haben wir nicht gemacht, weil er umsonst war, sondern weil er wirklich ein guter Mann ist. Umsonst was? Der kriegt doch eine riesen Gage. Was? Hat Rühreier bekommen. Gage, der kriegt eine Gage. Ah ja, Gage kommt, ja. Das ist mit dem Zug heimfahren. Sonst brecht er gleich ab. Okay, gleich geht's weiter. Let's go. So, Freunde, ein anstrengender Tag geht fast zu Ende, aber wir waren noch nicht mal was essen. Ich hab Hunger. So, wir gehen auch noch gleich was essen. Genau, wir gehen gleich noch alle zusammen was essen. Wir stehen jetzt hier vor diesem Fulfillment Erklär uns kurz, Anbieter. Was genau. Machen wir hier? Easy Fulfillment, die machen eigentlich die komplette Abwicklung, wenn eine Bestellung in den Shop reingeht, machen die komplette Abwicklung mit einer Schnittstelle, machen die Pakete fertig, verpacken es, packen ein paar Sachen rein und dann gehen die Sachen raus. Und auch wenn es Retouren gibt oder so, kümmern die sich um alles. Das heißt, also der Depp für alles. Ne? Gar nichts mehr an der Backe. Ja. Und, Penis. Ja, Jungs, da gehen wir jetzt rein. Ich würde noch sagen, wir können euch später nochmal beim Essen kurz was zeigen. Ja, genau, zum Abschluss. Wir gehen jetzt da rein und rocken den Laden. So. Jetzt sind wir hier im Inneren der Firma von Easy Fulfillment. Haben uns das gerade mal alles angeguckt. Zu krass. Wie das Paket zu euch nach Hause kommt. Vor allem, wie schnell es nach Hause kommt. In was es nach Hause kommt zu euch. Also wirklich vom allerfeinsten. Ruckzuck von Bestellung bis nach Hause. Vom Shop gibt es eine Schnittstelle für hier wiederum. Die kriegen dann ihren euren Auftrag mit so einem Scanner. Laufen dann hier durch die Regale, wo man vielleicht mal zeigen kann. Die laufen das ganze durch. Lager hier. Zack, gehen hier hin, scannen das Ding ab. Dann geht's vor an den Beutel und wird dann euch raus verschickt. Also alles in sicheren Händen. Wir sehen auch da hinten noch schön fleißig gearbeitet. Ja, gucken wir mal vorbei, was gute, da gehabt. Der gute Micha hat sich ja schon hier... Ich habe mir gleich mal was abgegriffen, weil wenn man mich kennt, weiß, dass ich ein Gauner bin. Aber nicht illegal, also das wurde hier... hier zur Verfügung gestellt. Und zwar ist das Insektenprotein. Von was? Vom Buffalo-Wurm. Buffalo-Wurm. In Kokosgeschmack. Okay, da können die Jungs hier. Also die haben wir gerade entdeckt, die lagern hier auch ein, ihr Material. Wir hoffen, dass sie das hier einlagern oder was sie sonst hier machen. Ja. Und ihr habt dem guten Micha ja eins zur Verfügung gestellt. Wenn was ich nächste Woche Flügel habt, dann wisst ihr, was. Ja, wahrscheinlich hier die Flügel. Ja. Für dich ist halt wirklich Weihnachten, ne? Ich fühle mich wie im siebten Himmel. Jetzt nur noch lecker essen und dann bin ich wunschlos glücklich. Und dann muss ich noch nach Hause fahren. Und mit dem Zug, ja. Hier wird alles eingelagert, irgendwo hier. Man sieht sich, ich glaube, das ist nur eine Lagerhalle. Ich glaube, da hat noch einige. Ah, hier ist ja auch noch Pulver von euch. Sehr, sehr krass. Also irgendwo wird sich dann auch hier unser Material dann einfinden. Ne? Also wird auf jeden Fall sehr, sehr krass und es ist auf jeden Fall mal spannend. Es ist spannend, jetzt so den Ablauf zu sehen. Heute zum ersten Mal die Kollektion gesehen. Dann mit einem überragenden Model von Micha gearbeitet heute. Also Micha hat eigentlich gearbeitet. Wir haben zugeguckt. Dann jetzt auch hier das zu sehen, wie das Ganze zu euch nach Hause kommt, wie die Schnittstelle funktioniert von dem Shop hier rein und wie schnell. Also er hat uns erklärt, teilweise, wenn die Bestellungen bis 13 Uhr hier reingehen, dann gehen sie am selben Tag noch raus. Das heißt, ihr habt einen Tag nach der Bestellung, habt ihr schon euer Paket. Und das finde ich ist einfach ultimativ. Schneller geht's gar nicht. Nee, es geht nicht schneller. Das ist fast schon just in time. Das ist wirklich richtig, richtig krass. Micha macht die Einstecke einfach. Das sind alle ich habe mich schon auf der Kamera. Ich beobachte die ganze Zeit. Also wird auf jeden Fall richtig krass. Wir freuen uns auf das Projekt. Bis jetzt wirklich nur auf coole Partner hier getroffen. Genau, ja. Alle sehr, sehr freundlich. Und kann eigentlich nur geil werden, Jungs. Und deswegen
deswegen. Wir machen uns langsam auf die Heimfahrt. Wir gucken, wir brauchen noch was zu essen, ich hab Hunger. Und dann geht's nach Hause. Ja, hier ist Proteinpulver, kann ich direkt zuschlagen. Man kennt ihn. So, Freunde, es ist jetzt auf Luhammer, Timau, Bettung, Micha. 22.18 Uhr. 22.18 Uhr, wir treten die Heimreise an. War ein anstrengender Tag, aber ein geiler Tag. Für war der anstrengend. Die haben heute Morgen schon ein Video aufgenommen, genau. Im Studio. Ja, stimmt. Dann nach Düsseldorf gefahren, Fotoshooting, dann hast du den Part übernommen. Ja. Dann sind wir zur Easy Films. Fulfillment. Fulfillment. Lagerhalle. Haben wir es abgerippt dort. Boah, alles abgestaubt. Ich habe einen ganzen Kleiderschrank hier. Was für dich das Wichtigste, was für dich eigentlich auch ein schöner Tag so? Es war geil. Es ist ein geiler Einblick gewesen in das ganze Geschehen, wie so ein Produkt von A nach B produziert wird. Das ist wirklich krass, ne? Dran steckt, vom Shooting bis in die Vermarktung, was das, die Lagerung angeht, das war echt so, wo ich sage, krass. Ich finde es immer interessant, bei so einer Sache die Bosse kennenzulernen. Ja, so. Das ist krass. So, was die schon auf die Beine gestellt haben, die Menschen. War voll wie lässig, wie lässig. War voll das Brain, ja. Wie korrekt die Leute noch zu einem sind, weil wir sind ja im Prinzip nur so kleine Hase. Ahoi, Brause, Erdbeer, McFlurry, sehe ich jetzt hier gerade, lacht mich an. Deswegen beenden wir auch hier den Vlog. Ich bin raus. Und ich auch. Ciao.